Vincent besucht die neue Restaurantkette mit dem sehr speziellen Konzept, das es bald auch in Deutschland geben soll. Dafür ist er nach Manchester gereist. Noch weiß er jedoch nicht genau, was ihn erwartet. Hallo. Was willst du? Ich habe für 17:30 reserviert. Ich bin ein bisschen spät dran. Vincent Dela. Ja, zu spät. Ja, sorry. Ich finde das gar nicht gut. Geh zur Wand und denk darüber nach, was du getan hast. Ich habe gesagt, du sollst zur Wand gehen. Ich will dein Gesicht nicht sehen. Was passiert hier? Eher widerwillig zeigt ihm die Kellnerin dann doch noch seinen Tisch. Und Vincent bekommt die Speisekarte vor die Füße geworfen. Ich habe ein bisschen Angst, weil wenn das der Anfang war, will ich gar nicht wissen, wie das Essen aussieht. Die Speisekarte bietet alles, was für einen American Diner typisch ist. Burger, Pizza, Hotdogs und Wings. Preislich ist das Essen etwas teurer als in den gängigen Fastfood-Läden. Dafür gibt es die ganze Zeit Überraschungen. Zum Beispiel Papierhüte mit fiesen Beleidigungen drauf. Veganer oder Vegetarier? Du bist vegan. Er ist vegan. He's vegan. One, two, three. You vegan! Die Aufgabe der Servicekräfte im Karen's Diner, die Kunden für alles Mögliche anpöbeln. Sei es für eine besondere Essgewohnheit, den Kleidungsstil oder Extrawünsche. Das bekommt auch unser Reporter zu spüren. Während er auf sein Essen wartet, wird Vincent dazu verdonnert, ein Bild auszumalen. Und die bestellte Cola muss er der Kellnerin selbst aus der Hand nehmen. Die Überforderung steht Vincent ins Gesicht geschrieben. Was mache ich eigentlich gerade? Ich lasse mich hier gerade beleidigen, warte auf mein Essen und male ein Bild aus. Aber das ist noch nicht alles. Das Essen bekommt er lieblos hingeworfen und seine Nachfrage nach Ketchup bereut er direkt, als er den See sieht. Aber wie hat das Essen denn geschmeckt, Vincent? Also das Essen war wirklich gut. Die Pommes waren super frisch, der Burger war super lecker irgendwie. Also da muss ich sagen, da habe ich gar nichts auszusetzen. Ich habe mit ganz was anderem gerechnet. Also eins muss man dem Laden ja lassen. Es sind so viele Leute hier und die haben alle Spaß. Aber warum eigentlich? Das will er jetzt herausfinden und fragt nach. Warum seid ihr hier? Für ein anderes Erlebnis. Wir haben es auf Facebook gesehen und wollten es ausprobieren. Man denkt, das sind Dinge, die man sonst nicht sagen kann. Etwas schockierend, aber wir lieben es. Auch wenn die Kellnerin augenscheinlich einen schlechten Tag hat, Vincent nimmt seinen ganzen Mut zusammen. Hast du manchmal Spaß oder lächelst? Ich hatte so viel Spaß, bevor du kamst. Dann ging meine Laune runter. Kann ich das lernen? Versuch's. Morgen. Morgen? Na gut. Das ging einfach. Du gibst mir besser ein dickes Trinkgeld. Für einen sehr guten Service bin ich sehr gerne bereit, wirklich gutes Trinkgeld zu geben. Das ist ja aber kein Service. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt gar nichts gebe, kriege ich bestimmt irgendwie eine Kopfnuss oder so. Vincent muss heute gar nichts zahlen. Er arbeitet morgen seine Schulden plus Trinkgeld ab. Für den ersten Eindruck hat unser Reporter jetzt genug erlebt. Sein Zwischenfazit? Was war hier bitte gerade los? Was ist hier gerade passiert? Das war bestimmt der absurdeste Restaurantbesuch, den ich jemals hatte. Also, es dauert einen Moment, bis man sich so ein bisschen irgendwie versteht, das Konzept, und so aus der Schockstarre rauskommt. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es morgen aussieht. Weil morgen Rollentausch und ich stehe auf der anderen Seite. Der nächste Tag. Bevor Vincent selbst Kellner, trifft er den Manager des Restaurants. Die Begrüßung deutlich freundlicher als der Empfang am Vortag. Hi. Du musst Paul sein. Und du Vincent. Willkommen bei Karen's in Manchester. Aber woher kommt der Name Karen's Diner? Der Begriff Karen stammt aus den USA und hat sich durch das Internet verbreitet. Dabei geht es nicht um eine tatsächliche Person, sondern um ein Klischee. Gemeint sind weiße Frauen mit praktischen Kurzhaarfrisuren, die Waffen befürworten, Trump wählen und bibeltreu sind. Außerdem beschweren sie sich über jede Kleinigkeit und verlangen sofort den Vorgesetzten. Die Bediensteten in Karen's Diner stellen genau dieses Klischee dar. Aber auch die Gäste können hier ihre innere Karen ausleben und pumpig sein. Paul Levin managt die drei Restaurants der Kette in England. Darüber hinaus gibt es noch Filialen in Australien und Amerika. Derzeit arbeiten rund 420 Angestellte in der Restaurantkette. Da drängt sich eine Frage auf.
Wie ist es hier zu arbeiten? Sind alle immer in ihrer Rolle? Alle lieben sich, nur die Kunden, die hassen wir. Aber das ist ja das Konzept, oder? Wie kamt ihr auf die Idee mit den unfreundlichen Kellnern, die Kunden anschreien? Da musst du meinen Sohn Aiden fragen. Aiden Levine hat das erste Diner 2021 in Sydney gegründet. Mit ihm haben wir uns verabredet. Aiden wartet auf uns in Australien gerade. So how did you came Wie bist du auf die Idee gekommen? Vor allem in Australien und Großbritannien ähnelten sich die meisten Restaurants sehr. Es gab niemanden, der etwas Besonderes anbot. Ich denke, die Leute mögen es, dass sie bei uns etwas anderes und Einzigartiges erleben können. Genau dieses Erlebnis möchte Vincent den Gästen heute auch bieten. Deshalb gibt's für ihn vorher einen Karen Crashkurs, also rein ins Kellner-Outfit. Hi, wie kann ich helfen? Indem du nicht lächelst. Ein Trick, um nicht lachen zu müssen, die innere Einstellung. Regel Nummer 1 deiner Einstellung ist, es ist mir völlig egal. Ich habe eine Reservierung, was sagst du? Ist mir egal. Viel besser. Nachdem die Begrüßung sitzt, kommt der nächste Schritt. Vincent! Oh. Die Gäste zum Tisch begleiten. Heb's auf. Auch die Bestellung, alles andere als guter Service. You want to order? Du willst bestellen? Weißt du was? Mach selber. That's very Karen. Typisch Karen. Ich habe Angst vor mir selber. Wie schnell das jetzt gerade ging, um Gottes Willen. Ich möchte das eigentlich nicht. Für den Anfang schon nicht schlecht. Aber jetzt kommt der Profi, unsere Kellnerin vom Vortag. Amber! Keine Sorge, heute beiß ich nicht. Vincent lernt Amber außerhalb ihrer Rolle kennen. Hat sie Freude an der Arbeit? Ja, es macht total Spaß. Für mich ist es eher ein Schauspiel als ein Kellnerjob. Bist du privat auch so gemein? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich bin wirklich keine gemeine Person. Ich bin es hier immer gewohnt, beweg dich, zu rufen, wenn jemand im Weg steht. Das ist mir auch schon mal im Supermarkt rausgerutscht. Dann habe ich es gemerkt und mich schnell entschuldigt. Gleich muss Vincent selbst Gäste anpöbeln. Aber gibt es da auch No-Gos? Wir würden uns nie über Gewicht, Herkunft oder Religion der Gäste lustig machen oder sie berühren. Jetzt, wo Vincent die Regeln kennt, steht seinem großen Auftritt nichts mehr im Wege. Hast du irgendwelche letzten Worte? Du willst meinen väterlichen Rat? Ja. Nicht lächeln und immer denken, es ist mir völlig egal. Übrigens, mir geht's genauso. Ist der immer so? Was? Was? Du starrst mich an? Das wird toll. Die Plätze im Diner füllen sich und Vincents Aufregung steigt. Das Problem ist ja immer, ich muss mich jetzt quasi immer Richtung Wand quasi irgendwie gucken, wenn ich lachen muss. Es hilft nichts. Da muss unser frisch angelernter Karen Kellner jetzt durch. Also Pokerface aufsetzen und die neuen Gäste begrüßen. Vincent, du kannst das machen. Das ist Vincent und der hat noch weniger Bock als ich. Viel Spaß. Jetzt kann unser Reporter zeigen, was er in Pauls Workshop gelernt hat. Ich mach's nicht. Es ist mir völlig egal. Kümmert euch selber drum. Bei den ersten Gästen kommt Vincents Performance schon mal gut an. Die Bespaßung bei Karens ist klasse. In seiner Rolle als Karen bekommt Vincent sogar die härtesten Typen dazu, Bilder auszumalen. Nimm es. Die Gäste haben sichtlich Spaß. Aber wie geht es eigentlich Vincent dabei? Ich glaube, ich halte es nicht mehr lange durch.
irgendwie ist es ja schon ein krasser Job, wenn man sich mal überlegt, einfach wirklich den ganzen Abend einfach unfreundlich zu sein. Das klingt so einfach, aber es ist echt anstrengend. Nicht aufgeben, Vincent. Jetzt heißt es Endspurt und deiner Kreativität freien Lauf lassen, bevor deine erste Schicht als Karen geschafft ist. Und wie fandet ihr ihn? Das ist fantastisch. Die Gäste sind sich einig. Vincent ist eine echte Karen. Hattest du Spaß? Um ehrlich zu sein, es gab kleine Momente, die cool waren. Aber meistens hast du es gehasst. Ich habe mich gehasst, so gemein zu sein. Du warst super, die Gäste hassen dich auch. Und das ist ja auch schließlich das Konzept des Diners. Gutes Essen und schlechter Service. Vincents Fazit zu dem unfreundlichen Restaurant? Also ein Besuch bei Karen's Diner, das hat eigentlich so gar nichts damit zu tun, wie wir uns eigentlich einen Restaurantbesuch vorstellen. Wer gern über sich selbst lacht, kann vermutlich auch bald auf Deutsch hören. Die verdammten Speisekarten, die können da gefälligst selber aufheben.